Attention Rocks habe ich 2017 gegründet, damals im Rahmen des ersten Buches Wortwerk, das Journaling-Buch für Klarheit, Gelassenheit und Lebensfreude. Und aus der Idee ist natürlich ein bisschen mehr geworden. Es folgte ein zweites Buch, ein Heiko-Gedichtband und ein drittes Buch über Achtsamkeit als Weg für ein gelingendes Leben. Und jetzt mit dem neuen Buch, das ich im Gepäck habe, Achtsamkeit als Haltung. Und da geht es darum, Achtsamkeit letztendlich zu beschreiben in seiner Art, wie es unseren Alltag und unser Leben beeinflusst. Ja, und das ist auch schon der gemeinsame Nenner. Es ist Achtsamkeit auf der einen Seite, aber auch die Aufmerksamkeit, die wir überhaupt in den Alltag und in das Leben und in den Augenblick richten. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die ist quasi der Hauptakt bei der ganzen Nummer und deshalb steckt sie auch im Namen mit drin. Attention steht ja für Aufmerksamkeit und ja, Attention Rocks. Ich habe natürlich alle Bücher mitgebracht von Attention Rocks, aber der Hauptakt wird sein Achtsamkeit als Haltung. 52 Impulse für ein gelingendes Leben. Und da geht es darum, zu erklären, was eine Haltung, eine achtsame Haltung bewirken kann. Für das eigene Wohlbefinden, aber auch im Umgang mit anderen und auch vielleicht in der Sicht auf die Welt. Also im Gegensatz zu dem vorherigen Buch Achtsamkeit als Weg, wo es mehr darum ging, zu erklären, was Achtsamkeit ist und auf welche Bereiche Achtsamkeit einen Einfluss hat, soll das neue Buch motivieren und Impulse geben, um letztendlich auch eine achtsame Haltung so im täglichen Umfeld umzusetzen. Ja, es steht ein neues Projekt an. Das ist angelehnt an ein Projekt, das ich schon mal gemacht habe. Das ist das zweite Buch, Silent Walk Through Hidden Spaces. Und da geht es um Haikus. Haikus, das ist eine Kurzgedichtsform, die aus dem Japanischen kommt. Und die wurden damals von einer Künstlerin aus Saarbrücken, Annette Marx, umgesetzt. Das heißt, ich habe die Haikus geschrieben, habe ihr eine Auswahl gegeben und sie hat quasi ihre Empfindungen in Form und in Farbe gepackt. Und das ist dann ein Gedicht-Bildband geworden und das schwebt mir jetzt nochmal vor, so ein zweiter Teil. Mit wem ich die Kooperation mache, das ist gerade noch so am Entstehen. Das heißt, das wird sich dann in den nächsten 2-3 Monaten entwickeln. Also das Buch, das ich aktuell lese, das ist von Ralf Skuban, heißt Die Buteyko-Methode. Und tatsächlich lese ich das Buch schon zum dritten Mal. Es ist nämlich ein Ratgeber, ein Fachbuch zur Atmung. Und im Grunde genommen spiegelt es auch das wider, so was ich mir selbst wünsche für alle Bücher, die bei Attention Rocks quasi erscheinen. Es soll ein Buch sein, das man immer wieder in die Hand nimmt, das quasi Ratgeber ist und helfen soll, so eine achtsame Haltung im Alltag zu leben.